Wie konnte das denn passieren, Mr. Hess, Herr Inspektor? Hester Inspektor. Inspektor. Inspektor Patrone. Inspektor Patrone. Klack, klack. Wie konnten Sie nur so einen wichtigen Tag vergessen? Ja, also wirklich. Eine andere fragte ab und an, wer dann Geburtstag hat, die wurde dann veräppelt. Hier ich! Und am nächsten Tag, wer hat denn Geburtstag? Hier ich! Ah, wer hat denn dann? Und am nächsten Tag wieder, wer hat Geburtstag? Hier ich! Oh Mann. Okay. Daran trage ich ja ganz allein die Schuld. Ich hatte in diesem Monat einfach so viel zu tun. Nein. Dass es mir voll und ganz entfallen ist. Ich habe ihn mir sogar auf den Kalender markiert, damit ich nicht in eine solche Lage gerate. Und wo ist Ihr Kalender? Zu Hause, in meinem Arbeitszimmer und im Büro im Jahr habe ich auch noch einen. Und in meiner Flasche. Ah, dann verstehe ich. Tja, das ist ja dann kein Wunder, dass Sie ihn übersehen haben. Oh, warum das denn, Miss? Das ist doch klar wie Kloßbrühe, Ernest. Der Inspektor hat uns doch gerade gesagt, dass er zu viel zu tun hatte. Das heißt, er hatte kaum Zeit, zu Hause in seinem Arbeitszimmer zu sitzen und er wahrscheinlich auch nur wenig in seinem Büro. Er ist doch ständig auf Achse. Und er hat da wahrscheinlich genauso eine Ordnung wie du. Ja. Ah, natürlich. Da blieb ihm auch keine Zeit, auf seinen Kalender zu schauen, wo er sich den Geburtstag markiert hatte. Ganz genau. In letzter Zeit kam ich erst immer nach Mitternacht nach Hause und da war es schon dunkel. Wie soll ich denn da noch einen Kalender lesen? Was ein weiterer Grund dafür ist, dass ich mich dieses Jahr zu ihrem Geburtstag mehr anstrengen wollte. Der tut mir gerade voll leid. Ja. Seine Frau tut mir leid. Ja, auch das. Also wenn du jeden Abend erst nach Mitternacht nach Hause kommen würdest? Ich meinte eigentlich das nicht mal, sondern... Sie tut mir leid, weil sie mit ihm verheiratet ist. Ja, aber ich meine, wenn du jede Nacht erst nach Mitternacht nach Hause kommen würdest, würde ich mich auch fragen, wo du warst. Bei deinem Job musst du nicht bis nach Mitternacht arbeiten. Stimmt, stimmt. Was könnte ich denn... Aber ehrlich gesagt, wann komme ich denn mal nach Mitternacht irgendwo? Das mache ich ja nicht mal hier. Ja, eben. Ja. Das würde ich ja, deswegen würde ich mich ja so wundern. Also wenn es was wäre, wo ich nach Mitternacht erst nach Hause komme, dann würde ich dir ja sagen, was es ist. Brauchen wir ja mal. Ja. Alles Gute zum Geburtstag, Kira. Alles Gute zum Geburtstag. An alle. Alle im Chat haben heute Geburtstag. Alles Gute. Oh. Jeden Tag Geburtstag wäre nicht schlecht, dann wäre ich jetzt... Moment. 1.405. Ach nee. Doch. Doch, 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 doch. Dann musst du ja aber die Tage dazu rechnen, die wir jetzt im Jahr schon haben. Ja, ja. Ungefähr. Also du weißt jetzt, wie er alt ist. Oder was? Moment mal. Das haut doch gar nicht hin. Moment. Also nochmal. 1, 0, 4. Haben wir die Zahl schon genannt? Ich hoffe nicht. Das wäre jetzt gemein. Das könnte ja dann jeder errechnen. Moment. Wir haben Zuschauer, die älter sind? Das geht doch gar nicht. Na, wie. Ach so, kann doch sein. Nämlich, wenn wir das Ganze jetzt auch mal. Dann können wir auch die Tage nochmal ausrechnen. So. Ja, um die 230 Tage oder 240 Tage seit dem letzten Geburtstag. Also ist der Geburtstag ungefähr im... Moment, doch, 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 doch. Das sind so viele und es ist im... Moment. 1, 2, 3, 4... Ich würde sagen, so ungefähr im Juni. Hat die Person ungefähr im Juni Geburtstag? Oder im irgendwo Mai, Juni rum? Und ist 28? Ernsthaft? Oder ist er sich verrechnet worden? Bitte, bitte Antwort. Die Person wird wissen, wer gemeint ist.
Hab ich richtig gerechnet. So, jedenfalls weiter. Naja, noch ist nicht zu spät, oder? Der Tag ist ja noch nicht vorbei. Kein Wunder, dass wir so ewig brauchen. Ja. Wir kriegen neue Rätsel gestellt. Ja, alte Säcke hier. Ja, alte Säcke. Ja. Aber warum... Ach so, nee, dann... Oh! Ha! Das ist ja ein Ding. Ha, ich bin gut! Juhu! Im Juni Geburtstag und 28... Ja, dann war die dann war die 23 wahrscheinlich mal irgendwann vor ungefähr 5 Jahren in den Dings eingefügt. Oder ist es was anderes noch? Aber cool. Nice. Es gibt Zuschauer auf meinem Kanal, die älter sind als ich. Das ist der Traum eines jeden YouTubers, der nicht Bibis Beauty Palace ist oder vergleichbar. Weil die konzentrieren sich bestimmt auf Leute, die... Obwohl. Ich denke, manche weibliche Kanäle könnten auch bei älteren Leuten ganz gut ankommen. Viel älteren Leuten. Zum Beispiel... Welcher Kanal war das, den du mir heute gezeigt hast? Oh! Die 23 ist der Tag? 23. Juni. Ah, oh. Doch so viel. Das hatte ich nämlich nicht erwartet. Und? Aber nee, doch, das könnte sein, weil Schaltjahre mit einberechnet waren, dann, ja. Okay, dann, ich weiß jetzt deinen Geburtstag. Pedometer sagt 10 von 10. Mensch, sieh mal einer an. Okay, nun wissen wir Bescheid. So, das dachte ich mir auch immer, mein Guter. Also habe ich die ganze Stadt umgekrempelt, um das perfekte Geschenk für sie zu finden. Verbring den Tag mit ihr, das ist ein gutes Geschenk, Mann. Ja, aber heute ist Godwin's Day, alle Läden in der Stadt haben geschlossen. Ich kann ihr kein Geschenk kaufen und auch keinen Kuchen, sogar die Bäcker haben heute geschlossen. Alter, das ist bei uns nicht. Da gibt es so einen Tag nicht. Ja. Was? Kiras auch? Anscheinend. Moment, wann aufgepasst? Also ich weiß, dass sie Dienstag Geburtstag hat. Nächsten? Mhm. Ach so, oh. Wo hast du das gelesen? Im Chat. Was? Wir haben einen Chat? Was? Hä? Dafür hatten wir einen Sound? Einen Tisch im Restaurant kann ich auch nicht reservieren. Ihre Detektei war bisher der einzige Laden, der geöffnet hatte. Könnten Sie mir bitte einen Tisch reservieren? Ja, genau haben wir aber gar nicht geöffnet. Mir bleibt bis heute Abend Zeit, eine Lösung zu finden. Noch nie im Leben habe ich meine kleine Zitrone so wütend gesehen. Kleine Zitrone. So dürfte ich dich nicht nennen. Nee. Aber ich finde das eigentlich... Also, ehrlich gesagt, seine kleine Zitrone, das ist eher so, wenn man das mal metaphorisch sieht. Nee. So eine, die immer sauer ist. Ja. Ja. Deswegen, nee. Nee, so würde ich niemanden nennen wollen. Also, dann Kira, dann... Mist. Jetzt, wo ich weiß, dass sie Geburtstag hat, Ich hab nämlich gestern erst überlegt, ob ich sie frage, wann sie Geburtstag hat, weil für die Sache, die ich geplant habe, könnte sie noch etwas gebrauchen. Sowas wie ein Controller zum Beispiel. Aber ich wollte sie nicht fragen, weil ich mir dachte, kannst ihr doch jetzt nicht irgendwas... Also... Obwohl... Ja, doch, Kat, kann, glaub mir, für mich auch sehr jung hier. Ich bin alt. Stimmt. Aber ich bin nicht der Einzige. Du bist gar nicht alt. Doch. Okay, auf jeden Fall Zitrone. Ja. Meine Güte, da bleibt ja nicht mehr viel Zeit. Nein, ganz und gar nicht. Ich habe schon den ganzen Tag nach einem Geschenk gesucht, aber erfolglos. Was? Und selbst wenn ich gewusst hätte, dass es um den Controller geht, was? Geht der Satz noch weiter? Na, wie auch immer. Ja. Sie müssen mir helfen, Kat. Helfen Sie mir bitte, ein Geschenk für Sie zu finden. Ja, ich verstehe Ihr Problem, aber...
Sie nennen Ihre Frau kleine Zitrone? Das können wir leider und nicht. Und heute ist ein Feiertag, Inspektor. Aber am wichtigsten ist natürlich... Sie nennen Ihre Frau kleine Zitrone. Ja, das ist unentschuldbar. Das hat nichts. Gehen Sie aus meinen Augen. Cat, bitte! Nein! Ja, aber okay. Bärchi ist noch schlimmer. Mhm. Mein Bärchen. Am Godwin's Day arbeiten. Ziemt sich nicht für eine Lady? Ich finde, wir sollten ihm helfen, Miss. Schließlich gibt es nichts Traurigeres, als an seinem Geburtstag von jemandem vergessen zu werden, den man liebt. Fortwist, Ernest hat heute Geburtstag. Es wird mich nicht wundern, wenn das auch noch mit rauskommt. Ja, das macht dann sogar Sinn, warum er da ist. Eigentlich macht alles Sinn, warum er da ist. Mein Stylus. Was meinst du, Schal? Ah. Oh, selbst wenn ich sie nach ihrem Geburtstag gefragt hätte gestern, dann wäre der Controller das erste gewesen, an das sie gedacht hätte. Ja, ja. Was mein Schal? Habe ich schon. Achso. Lass mich da bloß raus! Ich muss nämlich mal Gassi! Nee, das ist okay, ja, wenn man von der Freundin Bärchen genannt aber wird. Aber stell dir mal vor, eine Freundin wird vom Freund Bärchen genannt. Eben. Das ist noch schlimmer. Das ist überhaupt erst schlimm. Ja. Ah. Irgendwann mitten in der Nacht zwischen 3 und 4. Mhm. Mhm. Okay. Gut, jetzt genug persönliche Sachen ausgetauscht. Ja. Gut. Übrigens, ich wurde im Jahr 1991 geboren. 2000! Ich wollte noch gerade was ranfügen, weil... Okay. Mein Geburtsjahr steckt ja nicht mehr in meinem Kanalnamen. Ja. Ja. Aber für die, die sich noch dran erinnern können... Ich konnte mich dran erinnern. Dann wusste ich nämlich, wie alt du warst. Gut. Achso, ja. Inspektor, kann ich wohl eine Ausnahme machen? Danke, Sie sind ein wahrer Engel, Cat. Ja, Engel ist ein süßer Spitzname. Naja. Ja, ja. Ja, mein Engel. Schleimer. Ja. Ich nehme dir das Wort sogar aus dem Mund. Ja. Naja, Detektivarbeit ist das ja nicht gerade. Ist es schon, wenn man so will? Mein Motto lautet ja, wir lösen jedes Rätsel. Weißt du doch. Ja, und wahrscheinlich stellt sich's ihm auch in Rechnung. Wahrscheinlich. Das einzige Rätsel ist mir, warum in aller Welt wir da eben zugesagt haben. Weil wir vielleicht Geld kriegen. Cockbooker! Inspektor Hastings, da sind Sie ja. Was denn? Mal sehen. Oh ja, hier steht, dass es einen Einbruch in der Stadtmitte gab. Der Übeltäter ist offenbar auf der Flucht. Wirklich? Ja, und er hat eine Nachricht hinterlassen. Wo hab ich sie nur? Oh ja, da ist sie ja. Versteckt doch bitte, ihr könnt ihr doofen Bullen. Katze! Fang mich doch, du böse Mieze-Tatze. Na, wenn das mal keine Herausforderung ist. Das ist jetzt die Frau. Gut, Booker, ich bin unterwegs. Gehen Sie schon mal vor zum Tatort. Ja, ich glaube wirklich. Ich glaube, das ist so eigentlich ihr Geschenk für sich selbst. Ja. Oder eher, sie hat das geplant, damit er mal Zeit mit ihr verbringt. Ja. Und in Wirklichkeit gibt es gar keinen Überfall. Jawohl, Chef. Also, warte mal. Baby, Babe, nee, Bay, nee. Bay ist scheiße. Ja, also Baby auch. Babe ist, auch. Also alles ja, so. Baby, aber Bay ist auch. Bay ist echt das Schlimmste. Honey finde ich noch süß. Sugar, nee. Nee. Shorty, nee. Angel halt Engel. Engel eher. Also ja, Engel. Als Augenweide, nee. Bunny, nein. Nee. Bloß nicht. Cat auch nicht. Cinderella. Tinderella. Tinderella, das habe ich noch nie gehört. Hast du nicht? Das war ein Jugendwort. Tinderella? Ja, das ist halt, du kennst doch Tinder. Ja, klar. Na, ich kann mir das schon herleiten, woher das kommt. Und wir Diva. Nicht mal, wenn ich einen D, einen Punkt und dann VA. Nee, das ist ja auch von Overwatch. So. Ein Einbruch, oh weh.
schon gleich so weit. Am Goodwin's Day arbeiten. Du kannst auch bei mir lesen. Was hat sich nur dabei gedacht? Ja. Nee, jedenfalls. Ja, was hat er sich nur dabei gedacht? Er arbeitet am Godwin's Day. Ja. Selbst ein Dieb sollte da Urlaub machen. Ja. Er ist eindeutig motivierter als du, so viel steht fest. Tut mir leid, Cat, ich muss unbedingt dorthin. Natürlich, Inspektor. Eine derartige Provokation können Sie nicht einfach ignorieren. Ganz recht, aber wir haben noch immer nichts für meine Angetraute, oder? Angetraute ist auch schön. Das sagt man ja nicht so zu. Also, meine Frau, meine bessere Hälfte, such dir was aus. Ich fand's immer süß, mein Lehrer hat dann immer bei Elterntag. Der Drache. Nee, aber ich fand's voll süß, mein Klassenlehrer hat früher immer gesagt, hat meine Mutter mir erzählt, nach so Klassen-Elternabenden hat er immer gesagt, so, ich hoffe, wir bringen das schnell hinter uns, ich will nämlich schnell wieder zurück zu meiner besseren Hälfte. Ich fand das immer süß. Ja. Ja, und davon mal abgesehen, mein Fangame, was nie fertiggestellt wird, sollte ja auch heißen, Professor Layton und die bessere Hälfte. Ja. Ja. Überlassen Sie dieses Problemchen mal uns und Sie schnappen sich den Dieb. Aber ich kann das Fangame ja nicht mehr machen, weil es gibt ja jetzt schon eine Sola in dem Layton-Universum und meine Prinzessin La Sola würde klingen wie geklaut. Außerdem gab es ja schon ein Luftschiff, welches ich auch einbauen wollte, was dann schon in Layton 6 auftauchte. Saloons gab's auch schon, auch in Layton 6, das ist so gemein. Ich habe das irgendwann so zwischen 5 und 6 angefangen und auf einmal werden mir ab 6 die Ideen dafür weggenommen. Fehlt nur noch, dass noch ein paar andere Sachen. Aber gut, ihr habt ja das Video vielleicht dazu gesehen. Na, wie auch immer.